Aloha, hier ist Freddy Krüger 91527s Weihnachtszeit 2012, Folge 18. Tja, ich bin gestern gleich nach der Arbeit ins Bett gegangen, weil ich mir dachte, da stehe ich doch heute mal etwas früher auf, dann kann ich gleich, naja, das Übliche halt. Habe ich aber nicht, so wie immer, stattdessen bin ich einfach im Bett liegen geblieben, so bis eben, und jetzt haben wir es gleich um 11. Das heißt, in 2 Stunden muss ich wieder los. Das wiederum heißt, dieses Video wird garantiert nicht vor 23 Uhr. Da es wieder 1 Stunde brauchen wird, alleine um fertig zu werden. Stelle sich mal vor, Eier würden so lange brauchen, bis sie fertig sind im Topf. Ey. Da würde niemals jemand anständig Frühstück essen können. Es sei denn, er mag keine Eier. Ich mag Eier, aber nur wenn sie weich gekocht sind. Abgekocht und dann schmecken die dann die Scheiße. Hey, der fällt ja schon langsam auseinander hier. Die Türen gehen ja von alleine auf. Aber die 18 nicht. Hey, da ist wieder Snowball-Killer. Snowball-Killer macht dich bereit, deinen Kopf schon wieder zu verlieren. Und dahinter sind die Nüsse von ihm. Das ist einer seiner Hoden. Der pelziger und faltiger Hoden. Und dahinter befindet sich mal wieder ein Elch, dessen Geweih wird als Weihnachtsbaum missbraucht. Apropos Weihnachtsbaum, ich habe immer noch keinen Baum geerntet bis jetzt. Jetzt habe ich die Kamera ausgemacht, bevor ich auf Stopp gedrückt habe. Ich kann nur hoffen, dass er das Video vorher gespeichert hat. Ansonsten sieht man jetzt nicht, wie Snowball Killer den Kopf abbaue und seine Nuss raushole. Da kann man jetzt nur seinen ekligen Schrumpelhoden sehen. Tja, mal sehen, was da drin ist. Jetzt sich wenigstens mal waschen können, du alte Drecksau. So. Ich sollte das Ding vorher mal sezieren. Sicher ist sicher, nicht, dass mir etwas entgegengespritzt kommt hier. Komm nicht durch. Okay. Harte Nuss. Bäh, man war ja klar. Ein ganz schön Wichser drin. Ich weiß nicht, ob ich mich irre oder nicht, aber es scheint ein leichtes Zitronenaroma zu haben. Bäh. Sucht man nicht alles, damit Weihnachten endlich näher kommt. Und dann ist es vorbei, das Weihnachtsfest. Und dann kann man endlich wieder normal leben. Muss mich jeden Tag eine Mütze aufsetzen und irgendwelche Blödsinn labern. Ja, ja. Ja, vielleicht denke ich heute Abend ja wenigstens mal dran, mir eine Blume abzureißen oder irgendwas. Hey, vielleicht sollte ich eine Kombizange mitnehmen. Damit kann man auch gut Bäume fällen. Man muss sich nur ein bisschen Mühe geben. Yeah.